liebe YouTube-Community und herzlich willkommen zu einem von euch gewünschten Q&A-Video. Ich habe kürzlich auf Instagram angekündigt, dass ihr mir eure Fragen kommentieren sollt, dass ich daraus dieses Video hier machen kann, nämlich ein Q&A. Mir macht das Ganze extrem Spaß. Ich liebe es, mit euch zu interagieren. Und wenn ihr das gerne mehr hier auf diesem Channel sehen möchtet, einfach so ein Freestyle-Video, wo ich einfach querbeet, kreuzbeet eure Fragen beantworte, dann lasst mich wissen, schreibt es mir in die Kommentare, gebt dem Video einen Daumen hoch, dann werde ich das öfter machen. Okay, ich beginne kreuz und quer mit euren Fragen. Vielleicht kommt auch eure Frage dran und wenn nicht, dann bestimmt in einem weiteren Video, wenn euch das hier gefällt natürlich. Ich will euch ja hier nicht langweilen. Erste Frage von Elisa Loh. Wenn du zurückschaust auf die letzten 5 Jahre, bereust du teilweise, was du gemacht hast oder bist du froh, genau diesen Weg gegangen zu sein? Ja, für diejenigen, die hier neu auf dem Channel sind, mich vielleicht erst seit der Brustimplantatentnahme folgen, da sind nämlich nochmal einige Followers dazugekommen, die kennen vielleicht meine gesamte Geschichte noch nicht. Dann gibt es unter euch natürlich auch diejenigen, die seit Tag 1 dabei sind. Shoutout an euch, herzlichen Dank für euren jahrelangen Support, dass ihr immer hier geblieben seid oder wieder zurückgekommen seid. Ich verstehe das, wenn ihr eine Zeit lang gegangen seid, denn ich war eine Zeit lang ganz schön crazy. Das ist mir so rückblickend natürlich bewusst. Deswegen ist diese Frage hier sehr berechtigt. Bereust du etwas, was du in der Vergangenheit gemacht hast? Und das fragen sich einige, denn ja, ich habe viele meiner alten Videos gelöscht, weil das einfach absolut so nicht mehr ich selber bin und ich möchte nicht, dass jemand, der mich noch nicht kennt, über ein altes Video auf meinen Channel kommt und dann irgendwie denkt, das bin ich. Weil eine Phase in meinem Leben, das wisst ihr Leute, von meinem Coming-out-Video, von all diesen Real-Talk-Videos, die dieses Jahr gekommen sind, ja, ich möchte nicht, dass die Leute denken, das bin ich, weil das bin ich einfach nicht mehr. Soll aber nicht heißen, dass ich diese Phase in meinem Leben bereue und dass ich diese Phase missen möchte. Denn ohne diese Phase würde ich heute nicht hier stehen, wo ich bin. Ich schäme mich für gar nichts, was ich gemacht habe, denn ich habe immer das gemacht, was mein Herz wollte. Ja, ich habe immer gemacht, was ich zu diesem Zeitpunkt gerade für richtig gehalten habe. Und was ich damals gemacht habe, ey, das hat für mich zu diesem Zeitpunkt gestimmt. Da war ich halt vielleicht ein bisschen aufgedrehter, noch aufgedrehter, ein bisschen crazier. Und ich stehe zu mir und ich finde, das solltet auch ihr tun. Ich war damals vielleicht ein anderer Mensch, aber trotzdem war ich ich. Wisst ihr, was ich meine? Und genau, man sollte sich für nichts im Leben schämen. Es ist vollkommen normal, gerade in jungen Jahren, wenn man zurückschaut, egal ob das auf die Partnerwahl sei, ob das auf den Kleidungsstil sei, die Frisur sei, den, keine Ahnung, den Job, den man mit 12 Jahren mal unbedingt machen wollte, will man vielleicht mit 20 dann nicht mehr machen. Dann hat man vielleicht andere Interessen. Und das ist normal. Respektive ich persönlich fände es komisch, wenn ich immer gleich wäre, weil das würde für mich bedeuten, dass ich im Leben nichts ausprobiert habe und dass ich im Leben vielleicht auch ein Stück weit nicht weitergekommen bin. Soll kein Angriff an niemanden sein, aber meine persönliche Meinung und ich glaube, somit habe ich diese Frage beantwortet. Ich würde nichts anders machen, ich bereue nichts. Ich wäre nämlich, also nicht, dass ich jetzt auf bestimmte Ereignisse, wie zum Beispiel die Anabolika-Zeit oder diese Zeit, wo ich mir Brustimplantate habe machen lassen, welche übrigens wieder entfernt sind, nicht, dass ich jetzt darauf besonders stolz bin natürlich, also versteht mich nicht falsch, aber ohne diese Erfahrungen wäre ich heute garantiert nicht hier, wo ich jetzt stehe. Und wo ich hier stehe, damit bin ich glücklich und darauf bin ich stolz. Dann hier eine Frage, auf die ich auch sehr oft wieder stolpere. Irgendwie gehört das mittlerweile halt auch ein bisschen zu einem meiner doch eher speziellen, kurioseren Ereignissen. Und zwar ist das die Justin Bieber Story. Einige kennen sie vielleicht, sorry, wenn ich euch damit langweile. Hier fragt Daniel, fragt, also mich nimmt Wunder, wie das so war, also auf Schweizerdeutsch, sorry. Wie das so ist, wo du den Justin Bieber kennengelernt hast. Wie das so war, als ich Justin Bieber kennengelernt habe. Wie ist der, wie ist er so übergekommen? Würde mich freuen, wenn du die Frage in dem Video beantworten kannst. Ja, zu der Story, das war so. Ich war in Los Angeles damals, war im One Oak Club unterwegs, habe mit meiner Freundin da durch Instagram gescrollt und wir sehen einen Post von Justin, wo er schrieb, One Night Out in L.A. oder so irgendwas. Oder Night Out in L.A. Und er hatte so einen sehr auffallenden türkisfarbenen Pulli an. Auf jeden Fall, wir haben das Foto angeschaut und so gedacht, ah, vielleicht ist er ja auch noch irgendwo unterwegs.
Und tatsächlich, es ging keine 15 Minuten, dann sage ich zu ihr, ey, schau mal, dieser Türkis Pulli, das ist er doch. Da war er tatsächlich im selben Club. Und dann war es so, dass wir so ein bisschen in seine Nähe gehen wollten. Ich meine, ja, hallo, wie oft ist man mit Justin Bieber in einem Club? Auf jeden Fall haben wir dann so uns ein bisschen in seine Richtung bewegt und da waren halt so viele Leute drin, der Club war so voll und auf einmal, zack, steht er einfach plötzlich vor uns. Wir haben so die Übersicht verloren und dann auf einmal ist er vor mir, besser gesagt, gestanden und spricht mich einfach an und sagt, hey, you're beautiful, what's your name? Und ich natürlich auch, hi, I'm Anya, nice to meet you. Und dann nimmt er mich an seine Hand, zieht mich hoch auf die Bühne, wo er kurz drei Songs performt hat. Und genau, und hat da kurz einen Auftritt gemacht und ich bin da halt neben der Bühne so gestanden und so. Und einmal ist er fast runtergefallen, musste ich ihn sozusagen auffangen. Es war irgendwie mega witzig. Und als er diese drei Songs performt hat, sagt er zu seinen Securities, hey, she's coming home with us. Und dann hat er mich und ungefähr 20 seinen Freunden mit nach Hause genommen. Dann sind wir in diesen schwarzen Vans zu ihm nach Hause gefahren. Da musste ich als erstes natürlich Handy abgeben und einen Vertrag unterschreiben, dass ich nichts, was da drin passiert war, irgendwie nach außen an die Medien oder hier in YouTube preisgebe. Und, aber was ich auf jeden Fall sagen darf, es war eine richtig krasse Party. Ich war dann insgesamt dreimal bei ihm zu Hause und ja, schon speziell. Er ist, so viel darf ich glaube sagen, extrem lustig. Ich meine, der ist irgendwie ein Jahr, zwei jünger als ich. Wir hatten extrem viel Spaß. Da waren so viele bekannte Leute auf dieser Party, die ich jetzt hier nicht namentlich nenne. Und ich habe die einfach zuerst gar nicht gekannt. Es waren halt einfach alles irgendwie normale Menschen untereinander und man hat halt einfach zusammen Party gemacht und es war halt sehr toll. War einfach total ein crazy Erlebnis, glaube ich. Eine gute Frage von Trust Me, auch auf Schweizerdeutsch, ich lese sie auf Deutsch vor, dass ihr sie alle versteht. Du bist eine der schönsten und inspirierendsten auf Instagram. Was vermisst du am meisten, seit du dich vegan ernährst? Fällt es dir schwierig, vegan zu essen, wenn du unterwegs bist? Und hierzu möchte ich gleich sagen, für diejenigen, die das auch noch nicht wussten, ich habe vor ungefähr 2,5 Jahren das erste Mal probiert, einen Vegan-Monat zu machen. Einfach aus Interesse. Das ist so, ja, habe ich plötzlich überall gesehen, wiegen hier, wiegen da. Ich habe das anfangs immer ein bisschen belächelt und dann einfach gesagt, hey, ich kann über nichts urteilen und das sage ich auch euch. Lästert über niemanden, urteilt über niemanden, wenn ihr das nicht selber erlebt habt, sei das die Person mal persönlich kennengelernt habt oder eine Situation mal selber ausprobiert habt. Deswegen habe auch ich da als ja damals noch so eher Bodybuilding angefressene, das hat ein bisschen belächelt. Habe es ausprobiert einen Monat und ich habe damals den Fehler gemacht, dass ich versucht habe, meine Bodybuilding-Makros 1:1 so umzusetzen. Ich habe versucht, genau diese Proteinmenge zu mir zu nehmen, diese tiefe Kohlenhydratmenge und halt mehr Fett zu mir zu nehmen. Und diese Makros haben vegan einfach nicht funktioniert. Ich hatte diesen Monat Schwierigkeiten, weil wo ich halt dann Eiweiß hernehmen wollte, hatte ich automatisch Kohlenhydrate drin. Dann bin ich halt wieder zurück, umgestiegen auf meine gewohnte Fleisch- und Milchernährung und habe dann aber mich immer wieder mit diesem Thema befasst. Ich habe Filme angeschaut, ich habe Bücher gelesen und habe wirklich einfach gesagt, hey, irgendwie macht das Ganze für mich Sinn. Und dann habe ich so Step by Step auf vegetarisch gewechselt, rotes Fleisch weggelassen, dann auch Pute weggelassen, Milchprodukte Step by Step weggelassen und so kam es dann, dass ich jetzt seit 1,5 Jahren, ein bisschen länger, eigentlich wirklich schon komplett vegan bin. Und mir ging es noch nie besser, ich war noch nie gesünder, ich war noch nie fitter, ich hatte noch nie ein reineres Hautbild, ich hatte noch nie mehr Energie und ich habe realisiert, dass mit diesen Makros und Kalorien zählen, Leute, das müsst ihr oder ich persönlich finde, das kann man sein lassen, wenn man vegan isst. Denn vegan macht man nicht als eine Diät.
Deswegen die Frage, fällt es dir schwer, dich vegan zu ernähren? Nein, denn es ist für mich keine Diät, es ist für mich nicht ein Müssen. Nicht wie früher die Diäten, oh, ich muss jetzt das und das essen und das darf ich nicht essen. Es ist ein Lebensstil, es ist eine Lebenseinstellung und ich will keine tierischen Produkte essen. Es ist nicht, ich darf keine tierischen Produkte essen. Meine meistgehasste Frage zu diesem Thema, wenn wir irgendwo in einem Restaurant sind und dann will mir jemand was anbieten und dann sagt er, Anni, das darfst du ja jetzt nicht essen, oder? Und dann sage ich immer, oder das kannst du nicht essen, richtig? Dann sage ich immer erstens mal, ich kann alles essen. Ich habe wie du einen Mund, ich habe Zähne, ich habe einen Verdauungstrakt. Ich kann das schon essen. Und ich darf das auch essen. Aber der Unterschied ist eben, ich will es nicht essen. Und da müsst ihr lernen, umzuschalten im Kopf, dass ihr das nicht wie eine Diät zieht oder da irgendwie was abwägen und tracken wollt. Bei Veganismus geht es um was komplett anderes. Das sind ganz, ganz, ganz viele Aspekte dahinter. Zum einen Umwelt, Tierwohl, solche Sachen, die mit einer Ernährung, mit einer Diät eigentlich gar nichts am Hut haben. Und wenn sich jemand von euch für das Thema interessiert, aber noch nicht ganz realisiert hat, wo er Klick machen muss, dann sollte ich mal die Filme What the Health, Cowspiracy, Forks Over Knives, ich glaube, die habe ich schon 100 Mal hier auf dem Channel empfohlen, auf Netflix anschauen oder auf YouTube ist ein ganz guter so ein Vortrag, der ist aus 2010, meinte ich, also ein bisschen älter schon, der heißt Meet the Truth. Und er ist aber sehr informativ und gut. Die Zahlen, die darin vorkommen, sind heutzutage noch mal krasser, aber die Message von dem Film ist sehr einleuchtend. Von daher, mir fällt es nicht schwer, auch unterwegs nicht, weil wisst ihr Leute, ich sag mir auch, hey, wenn ich weiß, ich gehe heute da und da auswärts essen, dann schaue ich halt, dass ich nicht mit voll Kohldampf dahin gehe. Dann schaue ich halt, dass ich vorher zu Hause durch den Tag mich so ernähre, dass ich nicht gleich verhungere am Abend und dann im Worst Case, wenn sie jetzt da wirklich nichts Veganes zur Auswahl hat, dann bestelle ich mir halt einen großen Salat und dann bestelle mir italienisches Dressing dazu und ja, verhungern tut man, glaube ich, selten, Leute, jetzt hier in unserer Welt. Ihr wisst, was ich meine. Von daher, wenn ich mal keine große Möglichkeit habe auswärts, dann nehme ich halt einen großen Salatteller oder, ey, worst case, Tomatenspaghetti sind auch vegan. Oder bestellt euch mal, Tipp von mir, eine Pizza, einfach ohne Käse. Sagt einfach, ich möchte eine Pizza ohne Käse. Dass ihr da nicht zu lange erklären müsst, sagt einfach, ihr habt eine Laktoseintoleranz, ihr verträgt keine Milchprodukte, dann schauen die euch auch nicht an, als wärt ihr Aliens. Das passiert nämlich zumindest in der Schweiz noch oft, wenn man sagt, haben sie auch was Veganes? Dann kommt so, was, vegan? Bist du noch gesund? Genau. Sind jetzt bestimmt nicht die healthiest choices, die ich hier aufgezählt habe, aber wie gesagt, also man verhungert ja nicht gleich und man stirbt auch nicht gleich, wenn man mal etwas weniger Gesundes nimmt. Leute, ich bin heutzutage komplett Anti-Diät, ich lebe total ausgeglichen, balanced, mal gönne ich mir was, mal esse ich super gesund und wichtig ist, dass es sich im Schnitt dann irgendwo ausgleicht und ihr ja, in Frieden und in Balance seid. Ja, ich suche gerade, ich habe vorhin kurz so mit einem Auge die Frage gelesen, würdest du aus gesundheitlichen Gründen wieder tierische Produkte essen, habe mich jemand gefragt. Jetzt finde ich aber die Frage nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich euch den Screenshot hier beim Video bearbeiten dann einblenden kann. Anyway, ich beantworte die Frage jetzt einfach so, passt auch gleich zum Thema. Würdest du aus gesundheitlichen Gründen wieder tierische Produkte essen. Irgendwie so war's. Und die Frage ist mir halt direkt aufgefallen und sie hat mich schockiert. Aber sie erstaunt mich auch nicht, weil mir ist bewusst, dass ganz viele, bestimmt auch von euch, die hier zuschauen, vegan halt als ungesund empfinden. Ich liebe es ehrlich gesagt, Diskussionen anzufangen mit Leuten, die sich nicht vegan ernähren, weil die ersten Fragen sind dann immer, ja, aber bist du gesund und wie machst du das denn? Woher nimmst du denn dein Kalzium und woher nimmst du dein Eisen? Also ich meine, man, du brauchst ja, du musst halt einfach schauen, dass du an alle Nährstoffe kommst. Und meine Antwort ist dann immer, okay, kommst du an alle Nährstoffe mit deiner normalen Ernährung? Weil eine normale Ernährung so
sind wir ehrlich, Leute, da sind ganz viele Leute drunter, frühstücken tun die mal gar nicht und dann irgendwo auf der Tankstelle ein Sandwich und irgendwie ein Kaffee Latte und dann irgendwo mittags kurz schnell was essen holen beim Döner und dann irgendwie am Nachmittag irgendwo ein Schokoriegel und irgendwie noch ein Käsebrötchen irgendwo und abends muss es dann schnell gehen, eine Lasagne kurz aufbacken im Ofen, geht ja alles schnell. Dieser Esser hat Milchprodukte und Fleischprodukte involviert. Ja, aber sind wir mal ehrlich, überlegt mal, Leute, leben diese Leute dann gesund? Kommen diese Leute an Vitamine? Kommen diese Leute an jegliche Nährstoffe? Ich glaube nicht wirklich. Ich glaube, diese Leute kommen viel eher an einen zu hohen Fettanteil in ihrer Ernährung, an einen vielleicht sogar unnötig hohen Proteinbedarf und ja, sonstige E-Stoffe, Zusatzstoffe, Geschmacksverstärker, keine Ahnung was. Ich persönlich empfinde die pflanzliche Ernährung, ich weiß, viele sind da noch nicht so offen für und fühlen sich da auch schnell mal angegriffen, wenn da jemand jetzt hier so mit vegan ja, so Vorträumen kommt. Und mir ist wichtig, dass ihr wisst, ich gehöre überhaupt nicht zu diesen Propaganda-Veganern, die jeden jetzt vegan machen wollen. Natürlich freut es mich sehr und ist mir jemand direkt sympathisch, wenn er sagt, er ist vegan, weil dann weiß ich, okay, diese Person hat sich damit auseinandergesetzt. Ungefähr ähnliche Interessen, ähnliche Überlegungsschritte. Klar, das sind dann halt ist ein Thema, das man teilt. Aber, ich rede wieder so viel, aber schlussendlich bin ich heute der Meinung, nach vielen Erfahrungen im Thema Ernährung und Fitness und Lifestyle und Health, dass je natürlicher wir essen, also das heißt je unverarbeiteter, desto besser. Und jetzt schauen wir uns mal Fleisch an, ja, so Aufschnitt und irgendwelche Würstchen jetzt zum Beispiel. Das sind alles verarbeitete Produkte, Leute. Milch. Die Milch, wenn ihr auf den Bauernhof gehen würdet und die Milch so von der Kuh direkt trinken würdet, ihr würdet es gar nicht lecker finden. Die Milch, die wir im Supermarkt kaufen oder der Joghurt oder der, keine Ahnung, gezuckerter Kaffee mit Milch drin oder keine Ahnung was, das ist alles industriell verarbeitet. Das ist kein natürliches Produkt. Und für mich ist, ja, je naturbelassener, desto besser. Eine Kartoffel, irgendwie Biogemüse, allgemein Hülsenfrüchte, Früchte sowieso. Das ist für mich, das kommt so aus der Erde und das kann nicht Schlechtes sein. Und all diese Gerüchte, all diese Rumors von wegen, ja, Fruchtzucker, musst du aufpassen, das kann dick machen. Zeig mir eine einzige Person, die von Früchten und Obst dick geworden ist. Niemand, no way, das gibt es nicht. Kommt immer auch auf die Kombination an. Wenn ihr natürlich, keine Ahnung, schon irgendwie 3000 Kalorien von fettiger, verarbeiteter Ernährung zu euch nehmt und dann denkt, ja, wollt jetzt ein bisschen gesünder sein und addiert dann zu diesen 3000 Kalorien noch 1000 Kalorien in Früchte dazu, dann natürlich habt ihr im Endeffekt mehr Kalorien und nehmt vielleicht zu. Ja, und also, ja, aber wenn ihr euch rein pflanzlich ernährt, ich habe noch nie jemanden gesehen, der davon zugenommen hat. Soll jetzt aber auch nicht heißen, dass vegan automatisch gesund ist. Denn wenn wir uns mal die veganen Ersatzprodukte anschauen, die vermeide ich eigentlich auch, respektive ab und zu, wenn ich mal Lust drauf habe, dann esse ich die, aber ich habe da gar keine Lust drauf. Vegane Ersatzprodukte, damit meine ich jetzt veganer Käse, vegane Würstchen und vegane, keine Ahnung was, Schnitzel und so. Auch das ist genau wie die richtigen Schnitzel und der richtige Käse ein verarbeitetes Produkt. Und ich esse so naturbelassen wie möglich. Deswegen bin ich gesund und fit und fühle mich einfach toll. Außerdem ist es so, wenn du aufs Trend dich vegan ernähren willst, dann hältst du das sowieso nicht durch. Und durchhalten ist sowieso komplett fehlplatziert in der veganen Ernährung. Hier geht es um was ganz anderes. Nicht um ein Durchhalten, um irgendetwas zu beweisen, um irgendetwas zu überstehen, sondern es geht um ein Wollen. Und wenn du verstehst, dass du keine anderen Lebewesen essen möchtest und dass du nicht die Muttermilch von einer anderen Spezies trinken möchtest, die nicht nur voller Kalzium, wie so viele meinen, Kalzium ist da sowieso viel zu viel drin, so viel benötigt der Mensch gar nicht, ja. Und da sind außerdem viele Sexualhormone drin, Blutreste drin, Eiter ist da drin, keine Ahnung, was alles sonst noch drin. Das braucht ihr gar nicht. Und das Kalzium, das ihr wollt, ihr braucht erstens mal, ein erwachsener Mensch braucht ungefähr 1000 Milligramm Kalzium am Tag. Das könnt ihr auch aus Brokkoli beziehen. Man weiß, dass, jetzt muss ich überlegen, dass ich die Zahlen richtig im Kopf habe, 100 Milliliter Kuhmilch und 100 Gramm Brokkoli haben in etwa gleich viel Kalzium.
Jetzt ist aber das Problem, 100 Milliliter Kuhmilch, das ist natürlich etwas so viel. Das könnt ihr in einem Schluck trinken. Und 100 Gramm Brokkoli ist natürlich schon eine Menge. Also das heißt, ihr müsst das halt essen können und das muss man halt lernen. Aber in dieser 100 Milliliter Milch habt ihr noch so viele Sachen drin, die wollt ihr nicht haben, wenn ihr mal die Hintergründe kennt. Ihr wollt das nicht. Glaubt mir, befasst euch mal damit. All diejenigen, die sich damit noch nicht auskennen, befasst euch einfach mal damit. Schaut mal diesen Film hier auf Netflix und genau, macht euch Gedanken dazu. Ist wirklich so crazy interessant. Ich konnte mir das nie vorstellen. Hingegen in 100 Gramm Brokkoli haben wir so viele sonstige tolle Vitamine und Nährstoffe und außerdem so wenig Kalorien. Wir können uns davon satt essen. Man kann Brokkoli so toll kombinieren in wunderbaren Bowls und alles, in Smoothies, in keine Ahnung was. So gesund, so naturbelassen und so lecker. Spezifisch darauf einzugehen, würdest du aus gesundheitlichen Gründen wieder Fleisch essen? Ich glaube, so hat sie irgendwo gestanden. Fleisch ist für mich nichts anderes als ein Leichenteil. Das ist ein totes Tier. Fleisch hat vielleicht Proteine drin, natürlich, also respektive Eiweiß drin, aber Fleisch hat auch so viel gesättigtes Fett, das überhaupt nicht gut ist für uns. Außerdem, sind wir mal ehrlich, die Fleischesser, man sagt immer, ja, ich kaufe mein Fleisch vom Biohof. Wenn du auswärts einen Döner essen gehst, wenn du irgendwo, keine Ahnung, Fisch und Chips isst, keine Ahnung, was, ja gut, Fisch ist nicht Fleisch, egal, sei ehrlich zu dir selber, du nimmst nicht immer gute Qualität Fleisch. Und wenn auch, ich denke halt da an das Lebewesen. Man sagt, ja, ich kaufe halt das Fleisch dort, wo es artgerecht gehalten ist. Auch wenn das die wenigsten halt dann im Endeffekt auch wirklich machen. Was heißt artgerecht halten? Ich möchte auch nicht in meinem Zimmer hier eingesperrt sein, auch wenn es hier schön ist, auch wenn es mir gefällt und das vielleicht dann für mich artgerecht wäre. Ich möchte nirgendwo eingesperrt sein, auch nicht in einem Luxuspalast möchte ich eingesperrt sein. Ich möchte frei sein und machen können, was ich will. Ich finde, dieses Recht haben auch die Tiere. Ich persönlich kann nicht verstehen, wieso kann ich meine Katze lieben und kuscheln und sie ist alles für mich, können mit Mini Luna. Und dann irgendwie bei einem Schweinchen ist es mir einfach egal. Schweine sind so intelligente Tiere, Leute. Schaut euch mal ein paar Dokumentationen über Schweine an. Das ist richtig krass eindrücklich. Ich finde einfach, in gewissen Bereichen handelt der Mensch wirklich einfach sehr... Kann ich jetzt das auf YouTube sagen? Handelt der Mensch halt einfach nicht so... Außerdem, wenn diese Tiere geschlachtet werden, ja, das ist übelst brutal. Die Schweine werden in den Schlachthof transportiert, sind genau so viele Tage da auf dieser Farm eingesperrt oder vielleicht auf der Wiese, wenn sie ein bisschen Auslauf haben, aber auch da sind sie eingesperrt. Sie werden in den Schlachthof gefahren, sie haben Stress, sie riechen den Tod ihrer Artgenossen da und diese ganzen Stresshormone, die da ausschütten, das habt ihr im Endeffekt auch im Fleisch und das ist alles andere als gesund. Also Fleisch aus gesundheitlichen Gründen essen, nein, also das macht für mich absolut keinen Sinn mehr. Ich habe jetzt hier gerade ein bisschen einen Preach von mir gegeben. Leute, im Endeffekt ist alles eure Entscheidung. Wir leben in einem Land, wo wir das Privileg haben, selber entscheiden zu dürfen, was wir wollen und was nicht. Und natürlich, ich sehe das natürlich auch ein, ich habe hier den Luxus, dass ich sagen kann, das möchte ich essen, das nicht und das auch nicht. Wenn man in einem Land lebt, wo es um andere Sachen geht, wo man Hunger hat, hat man vielleicht nicht die Wahl. Und dann isst man das, was man bekommt, um zu überleben. Also ich schätze das sehr, was ich hier in der Schweiz habe, dass ich die Auswahl habe. Und ich finde, wir alle sollten uns allgemein, also hier in der Schweiz, wo wir das ja können, Gedanken machen über unsere Ernährung und das machen, was für uns stimmt. Viele argumentieren dann mit Sachen, ja, was ist mit der Ernährungspyramide? Die Ernährungspyramide hat ja Milch und Fleisch eingebaut. Leute, wer hat die Ernährungspyramide erstellt in den 1970er Jahren? Die Milchindustrie herself. Wenn ich die Ernährungspyramide erstellen würde, würde ich auch nach unten hinschreiben und weitere Infos findet ihr auf anjaslifestyle.com, meiner Fitness-, Trainings-, Ernährungs- und Lifestyle-Seite. Ist doch ganz klar. Viele sagen, ja, aber in der Werbung heißt es, Milch hat Kalzium drin. Das finde ich auch so krass. Leute, ich bin fast tagtäglich in den Schweizer Medien. Über mich wird so viel geschrieben und berichtet. Und ich weiß aus Erfahrung, dass 30%, vielleicht 40% von diesen Artikeln stimmen. Der Rest wurde noch ein bisschen verdreht, noch ein bisschen, ja,
sensationsgeil hinzugedichtet vom Journalisten. Der Titel noch schön extra Clickbait gewählt. Von daher, ich weiß aus Erfahrung, dass nicht immer alles stimmt, was in den Medien steht. Und wenn ihr da irgendwie eine Schweizer Gratis-Tageszeitung durchblättert und da ist eine Riesenseite, wo drauf steht, dass es wichtig ist, dass man dreimal täglich Milchprodukte konsumiert. Und zwar in dieser Form so und das. Und wenn ihr das lest und nicht realisiert, dass das ein Sponsored Post, also wie auf Insta ein Sponsored Post, dass das eine gesponserte Anzeige von der Milchindustrie direkt ist, ihr müsst einfach mal versuchen, die Sachen ein bisschen zu hinterfragen und nicht so leichtgläubig einfach alles, was ihr seht und lest, zu glauben. Ich bin hier komplett im Element und voll abgeschweift von meinem Q&A, aber ich glaube, mit meinem ganzen Ausholen hier habe ich auch diese Frage beantwortet. Ja, ich habe hier noch so viele Fragen, vor allem zum Thema Veganismus, Ernährung. Ich glaube aber, das Video ist damit jetzt schon relativ lange geworden. Ich habe sehr viele Statements jetzt von mir gegeben, die einige von diesen Fragen hier betreffen. Deswegen glaube ich gehe jetzt nicht mehr auf diese Ernährungsfragen ein in diesem Video. Ich mache das sehr gerne in einem weiteren Video wieder. Zeigt mir, wenn ihr das wollt, mit einem Daumen hoch und mit einem Kommentar, weil mir macht es Spaß, eure Fragen einfach direkt zu beantworten. Wenn ich natürlich alle in ein Video packe, dann schaut sich das Video niemand mehr an, weil es so lange wird. Was ich in letzter Zeit auch sehr oft für eine Frage lese, ist, was ich jetzt eigentlich mit meiner Brustimplantatentnahme wirklich genau gemacht habe, weil meine Brüste ja immer noch so groß aussehen und ich habe doch bestimmt kleinere Implantate einsetzen lassen. Ich habe doch hundertprozentig eine Straffung gemacht. Leute, wie ich es in diesen vier von euch sehr gut geklickten Vlogs angekündigt habe und begleitet habe von Ankündigung bis zum OP-Tag, bis zur Nachkontrolle. Nein, ich habe weder kleinere Implantate, noch habe ich was mit Eigenfett aufspritzen lassen, noch habe ich eine Straffung mit einer zusätzlichen T-Narbe machen wollen. Ich habe lediglich einen kleinen Schnitt machen lassen, Implantat raus und das war's. Klar hatte ich Vorwarnung vom Arzt bekommen, dass es hängend sein könnte und dass es halt dann wirklich einfach komplett der Natur überlassen ist. Ich habe gesagt, ja, ich bin bereit dazu. Ich wollte bewusst nicht noch immer diesem Beauty-Wahnzeugs hinterherrennen. Und weil mir ist ganz wichtig, dass ich für mich persönlich mit dieser Zeit von damals, wo ich auch die Implantate habe machen lassen, abschließen konnte mit dieser Beauty-Wahn und Drang nach Perfektionismus-Zeit. Und ich weiß, dass es sehr vielen von euch auch so geht. Ich möchte euch diese Idee aus dem Kopf schlagen, denn wir alle sind anders und anders sein ist gut und es braucht nicht jeder weder dieselbe Nase noch dieselben Brüste noch dieselben Beine noch dieselben keine Ahnung was zu haben. Jeder von uns ist gut so, wie er geboren worden ist. Ich will nicht Heilige Mutter Maria spielen, klar habe ich jetzt auch ein bisschen Wimperntusche drauf, die Haare waren mal zumindest ein bisschen gemacht, aber ich finde halt einfach so bei Beauty-Eingriffen, ja, wenn jemand da bestimmten Grund dazu hat, keine Ahnung, was Leute macht, was ihr wollt, dann ist es so, aber für mich persönlich, ist einfach generell etwas, was wir nicht nötig haben und ich finde, wir sollten uns nicht an diesem perfekten Bild orientieren und danach rennen. Ich möchte euch das ganz klar mit meiner Message symbolisieren, dass man das einfach mal vergessen soll. Es gibt wichtigere Dinge im Leben, als perfekte Brüste zu haben. Und ja, ich habe das Risiko auf mich genommen, ohne Straffung, ohne kleinere Implantate, ohne Eigenfett. Und ihr seht's ja, ich habe das Privileg natürlich, dass ich ja sehr schlank bin mittlerweile und noch immer genügend Gewebe habe. Und mit einem Push-Up-Bikini oder Push-Up-BH kann ich das immer noch so formen, dass das groß aussieht, aber auch ohne. Ich habe jetzt eine wunderschöne, natürliche Form. Das seht ihr in meinem letzten Vlog. Da habe ich das Ergebnis natürlich in so einem Bralette gezeigt. Ich bin super happy damit und hey, Brüste können alle möglichen Formen, Größen, was auch immer haben und es ist vollkommen okay. Wir Frauen müssen uns nicht sagen lassen von irgendwelchen Modemagazinen oder Typen oder was auch immer, wie wir auszusehen haben und wie unsere Brüste sein müssen. Auf jeden Fall für mich war das der beste, einer der absolut besten Schritte in meinem Leben, den ich machen konnte und einfach wieder zurück zu mir gefunden habe und ich bin super happy damit. Viele fragen auch, ja, aber wenn du noch so viel Gewebe hast, wieso hast du das überhaupt gemacht? Ich habe mich damals verändert. Ich habe damals zu Substanzen gegriffen. Ich habe damals extrem trainiert. Ich habe damals extrem gegessen. Ich hatte kein Gramm Fett mehr in meinem Körper und solche Muskeln. Ich war nicht mehr ich. Ja, ich war damals nicht die Natur, die ich jetzt bin. Ich hatte
kein Brustgewebe mehr. Ich habe heute wieder ohne Implantate ein C-Körbchen. Und bevor ich es aber habe machen lassen, habe ich mich halt auf ein A-Körbchen wegtrainiert. Damals habe ich das gebraucht. Und als ich dann irgendwann wieder begonnen habe, zurück zu mir selber zu finden, meinen Körper wieder in sein normales Hormongleichgewicht zu bringen und ja, als mein Körper wieder seine normalen Formen, also für mich normalen, für meine Genetik normale Formen angenommen hat, dann war es halt das plus das Implantat und irgendwie einfach nein. Ich brauche das Implantat nicht und genauso wenig braucht ihr es. Ja Leute, sehr viel geredet. Ich glaube, das war es jetzt erstmal mit ein paar spannenden Fragen. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn ihr gerne mehr solche Q&As hättet. Und genau, schreibt mir eure weiteren Fragen am besten direkt hier unten in die Kommentare. Oder ja, schreibt mich auf Instagram an. Ich blende hier nochmal meinen Kanal ein. Ich würde mich über euch freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis bald.